Ei, gute wie. So, passend zum neuen Deadpool-Trailer haben wir uns auch ein paar Wolverine-Kraller verpasst. Nicht aus Adamantium, sondern aus Pigsticks. Hackfleisch gewürzt mit Grave Diggers Fields of Blood. Zwiebeln mit bei, noch eine kleine geschnittene Jalapeno, Cheddar-Käse und ein Esslöffel Ahornsirup für eine schöne Süße. Das Ganze miteinander vermengen, an Speck in der Hälfte durchschneiden. Jetzt drücken wir die Masse in einen Chibab-Chichi-Mega rein. So, komm, stopp, nein, jawoll. Und jetzt hinten raus drücke die Würste, da kommen sie auch schon. Die können wir auch nochmal in der Hälfte durchreißen, sonst werden sie wirklich zu lang. Dann einfach ein Spießchen rein, halbe Scheibe Speck drum rumwickeln. Und wenn wir das bei allen gemacht haben, geht's ab auf den Grill. Wir haben es auf dem Traeger gemacht für noch ein bisschen Rauchgeschmack, funktioniert aber auch im Backofen bei 180 Grad. Nach 20 Minuten, wenn der Käse leicht austritt, das Hackfleisch hat 74 Grad, können wir es glasieren. In unserem Fall Cherry Chipotle Soße mit ein bisschen Ahornsirup gemischt. So sehen sie dann aus nach weiteren 10 Minuten. Jetzt noch ein bisschen scharfe Mayonnaise dran und dann lassen wir es uns schmecken, mein Lieber.